Sie sind unsere besten Freunde. Ihre Lebensfreude steckt uns an. Ihre Treue rührt uns. Seit Tausenden von Jahren gehören Hunde zu unserem Leben. Als Helfer, Partner, Beschützer. Warum können Hund und Mensch so gut miteinander? Und was macht Hunde zu echten Profis? Unersetzlich an der Seite ihrer Menschen. Auf einer Wiese in Brandenburg, 20 Kilometer östlich von Berlin, stehen über 600 Schafe. Sie gehören Schäfermeister Knut Kutschnick, der neben seinen Schafen noch eine weitere Leidenschaft hat. Na? Hunde. Viele Hunde. Die kleinen Herdenschutzhunde leben im Stall mit den Schafen. Der 6 Wochen alte Gustav, Knuts Liebling, hat sich versteckt. Der Welpe ist, wie die anderen auch, ein Pyrenäen-Berghund und soll, wenn er einmal groß ist, die Herde vor Wölfen beschützen. Seitdem der Wolf bei uns wieder heimisch geworden ist, sind Herdenschutzhunde unter Schäfern sehr gefragt. So ein Herdenschutzhund wird in der Schafherde geboren. Die gesamte Zeit seines Lebens hat er immer Schafe als sein Kumpel. Sie fühlen sich der Schafherde zugehörig. Und wenn jetzt ein Fremder kommt, dann sagen sie denen, dass sie ihn nicht leiden können. Und wenn es dann ein Wolf ist, dann sagen sie es auch dem. Das ist Karl, ein altdeutscher Hütehund. Jung und ungestüm und bald Knuts wichtigster Mitarbeiter beim Hüten der Schafherde. Gemeinsame Spaziergänge mit seinem Schäfer festigen die Bindung, die Basis für eine gute Zusammenarbeit. Karl ist praktisch von dem Wurf derjenige gewesen, der am intensivsten hinter den Schafen hinterhergestellt hat, so als kleiner junger Hund. Und deshalb habe ich ihn für mich ausgewählt. Karl ist sehr empfindsam, was eine Schwierigkeit sein könnte, aber für mich nicht ist, weil ich jetzt viel lieber mag, dass man keine lauten Kommandos geben muss. Und empfindsame Hunde packen auch die Schafe nicht so doll an. Karl ist jetzt 1 Jahr alt. Die Leidenschaft zu hüten ist bei ihm über Generationen weitervererbt. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, dieses Talent in die richtige Bahn zu lenken. Wie kein anderes Tier liebt es der Hund, mit uns zusammenzuarbeiten. Freude an der Kooperation, das ist das verbindende Element zwischen Hund und Mensch. Im Zuge der Domestizierung sind so besondere Fähigkeiten entstanden. Zum Beispiel achten Hunde sehr genau darauf, was wir ihnen sagen und zeigen. Labrador Connor und Svea sind seit 4 Jahren ein unzertrennliches Paar und haben besondere Tricks drauf. Connor beobachtet Svea sehr genau. Keines ihrer Zeichen, Bewegungen und Worte entgehen ihm. Hunde lernen auch, indem sie uns imitieren. Wissenschaftler entwickelten eine Trainingsmethode, die sich Do as I do nennt. Auf Deutsch, mach's wie ich. Sie funktioniert mit allen Hunden. Besonders gut aber, wenn die Hunde merken, dass sich Herrchen oder Frauchen freuen. Nicht das Leckerli ist entscheidend, sondern dass der Mensch den Hund anschaut, ihn streichelt und lobt. Denn der Hund erkennt sehr gut, dass wir uns über einen gelungenen Trick freuen und freut sich mit. Für das erste Training mit Hütehund Karl mäht Schäfer Knut eine Übungslinie ins Gras als Orientierung. Karl muss lernen, in dieser Linie, der Schäfer nennt es Furche, auf- und abzulaufen. Sie muss ihm in Fleisch und Blut übergehen, damit er später auch ohne sie eine Begrenzung für die Schafe anzeigt. Nicht einfach für einen jungen Hund, der es gewohnt ist, dorthin zu laufen, wo die Nase ihn hinführt. Karl wird deshalb von seinem Chef an der Laufleine die Furche entlang geführt.
So ist schön. Zuckerbrot und Peitsche, sagt man. Wobei Peitsche überhaupt nicht wichtig ist. In Wahrheit ist Zuckerbrot das Entscheidende. Und für jeden, für jedes Lebewesen ist Lob die Triebfeder. Und ein feiner Hund ist natürlich für den Hund was richtig Schönes. Ja, komm. Ja, komm. Komm. Ja, fein. Karl, komm mal. Ein halbes Jahr wird intensiv trainiert. Am Ende der Ausbildung wird Karl für den Schäfer ein unersetzlicher Partner sein. Die kleinen Herdenschutzhunde entdecken gerade erst die Welt draußen vor dem Stall. Alles ist neu und unglaublich spannend. Gustav wird nur in wenigen Monaten imposante 50 Kilogramm zulegen. Die Schafe sind seine soziale Gruppe, seine Herde. Mit ihnen wächst er Tag für Tag enger zusammen. Ein großer Garten, Spielkameraden und jede Menge Zeit zum Herumtollen. Hier lebt Blindenführhund Bruno. Er liebt es, mit seinen vertrauten Artgenossen zu raufen und seine Kräfte zu messen. Aber auch Disziplin muss sein. Kommt mal her! Hierher! Ausbilderin Eva Rehm ruft die Hunde zu sich, mit leisem, aber bestimmtem Ton. Ja, fein! Mischlingsrüde Bruno ist 1,5 Jahre alt und steckt mitten in der Ausbildung zum Blindenführhund. Er ist ruhig, freundlich und lernbegierig. Damit er bald einen blinden Menschen sicher auf dessen Wegen leiten kann, muss Eva noch viel mit ihm trainieren. Heute fährt Bruno nach Regensburg. Die Stadt ist voller Ablenkungen und Herausforderungen für den Lehrling auf 4 Pfoten. Der blinde Mensch muss den Weg kennen. Er ist der Navigator und er sagt mit Kommandos die Richtung an. Bruno muss den Anweisungen des Menschen folgen und ihn an Hindernissen wie dieser Schranke sicher vorbeiführen. Weiter, weiter, voran, voran, weiter. Bruno zeigt auch auf Kommando eine Ampel an. Links, Suchampel. Damit der blinde Mensch weiß, dass er hier die Straße überqueren kann. Dann bleibt Bruno stehen und wartet auf weitere Ansagen. Hunde sehen Farben anders als der Mensch. Sie können Grün und Rot nicht klar auseinanderhalten. Rüber. Es entscheidet immer der Blinde, wann sie die Straße überqueren. Fein. Rüber. Anhand der Akustiksignale der Ampel. Oder er hört, wenn die Autos angehalten haben. Fein. Weiter. Hopp, hopp. Suchtür. Auch das Suchtür-Kommando ist für Bruno wichtig. Der blinde Mensch weiß, dass hier ein Geschäft sein muss, aber er weiß nicht genau, wo der Eingang ist. Das zeigt ihm Bruno. Voran, Suchschalter. Ebenso die Verkaufstheke mit Suchschalter. Bruno lernt Kommandos wie diese durch ständiges Wiederholen und viel Lob, wenn er die Anweisungen mit dem dazugehörigen Objekt verknüpft hat. Bruno ist ein richtiger Traumhund. Der hat so das, was man sich alles wünscht. Der ist immer entspannt, wie man sieht, in jeder Lebenslage. Aber sobald er einfach sein Geschirr hat und Dienst hat, ist er auch immer sofort bei der Arbeit. Man sieht hier, es ist Trubel, es ist Stadt, aber er interessiert sich eigentlich nur für uns und für mich. Für ein gutes Führgespann wie Bruno und Eva sind Blumentöpfe, Fahrräder, Menschen kein Problem. Bruno kennt mittlerweile auch die meisten der rund 50 Kommandos, die ein guter Blindenführhund drauf haben muss. Links. Er zeigt eigenständig auch Bordsteinkanten und Treppen an, indem er davor stehen bleibt, damit der blinde Mensch mit dem Fuß das Hindernis ertasten kann. Weiter. Das Wichtigste bei der ganzen Sache ist, dass im Laufe der Zeit eine ganz enge und gute Mensch-Hund-Beziehung entsteht. Der Hund ist nur so gut, wie das ganze Gespann ist. Wenn nicht auf beiden Seiten wirklich Vertrauen da ist und Respekt, dann funktioniert es nicht.
Hunde, die eine gefestigte Beziehung zu ihrem Menschen haben, vertrauen diesem ganz und gar. Der Schweizer Schäferhund Anouk lässt sich abseilen. Und läuft über eine wackelige Kletterleiter. Fähigkeiten, die er bei seiner Arbeit als Rettungshund einsetzt. Er hat in vielen Trainingsstunden die Erfahrung gemacht, dass er seinem Menschen rückhaltlos vertrauen kann. Auch bei gefährlichen Aufträgen. Sein Teamkollege in der Rettungshundestaffel, der Golden Retriever Bacardi, läuft ohne zu zögern durch einen Feuertunnel, seinem Frauchen zuliebe. Und sogar der 3 Monate alte Welpe Clover folgt der Aufforderung seines Menschen und hat keine Angst vor dem Feuer. Hunde suchen den Augenkontakt mit dem Menschen, weil sie Hinweise von ihm wollen. Das wird deutlich bei diesem nachgestellten Experiment. Obwohl der Hund genau riecht, wo das Leckerli liegt, entscheidet er sich in den allermeisten Fällen für den Becher, auf den sein Mensch zeigt. Und damit, wie hier, für den falschen. Untersuchungen haben auch gezeigt, dass Besitzer und ihre Hunde, die sich häufig in die Augen sehen, deutlich erhöhte Werte an Oxytocin haben, das Glückshormon, das besonders bei Innigkeit zwischen vertrauten Personen, wie beispielsweise Mutter und Kind, ausgeschüttet wird. Dieses intensive in die Augen schauen macht einfach glücklich. Blindenführhund Bruno hat viel Spaß im Leben und tollt mit der 5 Monate alten Wanda im Garten. Auch sie soll einmal einen blinden Menschen führen. Doch noch ist das Leben für sie ein einziges Spiel. Bruno trainiert heute ein allerletztes Mal auf vertrautem Terrain. Mit Hannelore Hohenester, der blinden Frau, die ihn heute mit in ihr Zuhause nehmen wird. Hannelore ist vor 12 Jahren erblindet. Bruno ist ihr 3. Hund. Die Kommandos sitzen, doch die beiden sind sich noch nicht vertraut genug. Zudem kennt Hannelore den Weg kaum und ist verunsichert. Das spürt Bruno, wird nervös und macht kleine Fehler. Ja, einfach weiter, Bruno. Alles in Ordnung. Er reagiert aufgeregt, wenn Autos hupen. Er läuft auf dem Gehsteig nicht schnurstracks geradeaus. Such Ampel, Bruno. Das Zusammenspiel zwischen Bruno und Hannelore muss noch besser werden. Ampel, hey, Ampel, fein gemacht. Ja, fein, so ist fein. An Bord, Bruno. Die beiden haben sich in den letzten Monaten immer wieder getroffen. Aber Bruno kennt bisher vor allem seine Ausbilderin Eva und muss sich nun auf den neuen Menschen einstellen. Rüber? Die Bordsteinkanten zeigt er an. Aber beim Überqueren der Straße geht er nicht geradeaus, sondern kürzt etwas ab. Schau mal, feiner. So. Müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie einen Sport machen, einen Zweiersport wie Eistanz oder Tanzen oder sonst was, und Sie haben Ihren festen Partner, der reagiert auf minimalste kleine Signale beim Tanzen, und dann gibt man Ihnen eine andere Frau oder einen anderen Mann und sagen, jetzt tanzt es mal genauso. Das wird nie funktionieren. Wie? Moment, Moment. Nicht ins Gesicht Bussi geben, gell? Du bist ein grober Nackt. Bis die beiden zu einem perfekten Duo zusammengewachsen sind, braucht es eine Zeit. Training und vor allem gegenseitiges Kennenlernen. Vertrauen muss wachsen. Ja, genau. Ich hoffe, dass wir beide ein ganz tolles Team werden. 2 wirklich sehr gute Freunde. Das ist nicht nur ein Dienst, den der Hund für den Menschen tut, um zu gefallen und um belohnt zu werden, sondern es ist im idealen Fall in einem absolut tollen Team eigentlich ein Freundschaftsdienst, ein gegenseitiger.
Der Mensch beschützt und behütet den Hund und der Hund beschützt und behütet wiederum den Menschen. Während Wanda ihr Welpendasein genießt, muss Bruno Abschied nehmen. Hannelores Partner Andreas holt die beiden ab. Ja, pass du auf die Eva aus. Ja. Bruno ist verwirrt. Er versteht nicht, was vor sich geht. Aber er erkennt, wie aufgewühlt seine Ausbilderin Eva ist und dass es irgendeine Veränderung gibt. Mein Kind, machen wir das. Zwei Stunden dauert die Fahrt in Brunos neues Zuhause in der Nähe von München. Er kennt den Ort schon von Besuchen mit Eva. Doch wie lange wird es dauern, bis er und Hannelore sich aufeinander verlassen können? Wenn die Beziehung zwischen Mensch und Hund sehr eng ist, helfen sie sich selbst in gefährlichsten Situationen. Wir sind eines Abends noch zu unserer letzten Runde aufgebrochen. Es war Herbst, also dementsprechend schon relativ früh dunkel. Und Mona lief ein bisschen abseits von mir. Ich hatte sie nicht direkt in meinem Umfeld. Plötzlich kam aus dem Dunkeln ein Mann auf mich zugestürmt. Ja, in dem Moment hatte ich natürlich pure Panik, weil ich wusste nicht, wer das ist und was er jetzt genau von mir will. Das war abgelegen, das ist alleine, mich hätte niemand gehört, selbst wenn ich geschrien hätte. Und bevor ich reagieren konnte oder überhaupt irgendwas sagen konnte, stand Mona hinter mir, hat sich schützend vor mich gestellt, hat mich verteidigt, hat sofort angefangen zu knurren, woraufhin der Angreifer halt schon ein bisschen auf Abstand ging. Allerdings ist er noch nicht weg gewesen. Daraufhin fing Mona an zu fletschen, hat wirklich eine Bürste gekriegt über den ganzen Rücken. Und Mona hat wirklich erst den Blick abgewendet und sich wieder auf mich konzentriert, als er dann wirklich auch im Laufschritt das Weite gesucht hat und halt wirklich außer Sichtweite war. Schaute Mona mich an, hat so nach dem Motto, so ist alles gut jetzt, wir können weiter. Also ich bin ihr sehr, sehr dankbar, dass sie mich da verteidigt hat. Also ich weiß, ich kann mich jetzt auf sie verlassen, sie sich auf mich auch. Von daher ist perfekt jetzt. Der kleine Herdenschutzhund Gustav ist nun knapp 3 Monate alt. Ziemlich gewachsen und schon richtig übermütig. Er wuselt mit den anderen Welpen zwischen den Schafen herum. Auch wenn dies im Moment noch kaum vorstellbar ist, in nur wenigen Monaten wird er zu einem stattlichen Schutzhund herangewachsen sein. Täglich schaut er sich von den älteren Hunden und den Schafen ab, wie er sich in der Gemeinschaft verhalten soll. Die ausgewachsenen Herdenschutzhunde sind draußen bei den Schafen auf der Weide. Hier machen sie ihren Job, ihre Herde vor Feinden zu beschützen, vor allem nachts. Schäfer Knut trainiert heute wieder mit seinem jungen Hütehund Karl, diesmal an der Herde. Das ist neu und aufregend. Bisher haben sie immer ohne Schafe geübt. Die erfahrene Hütehündin Tigger wird ihm helfen. Schäfer arbeiten fast immer mit 2 Hunden. Wir haben den Karl. Der ist der Spezialist, der arbeitet, der die Schafe treibt. Bei denen ist der Hütetrieb reingezüchtet. Und wir haben hier vorne Diego, der jetzt gerade aufsteht. Bei denen ist der Schutzinstinkt reingezüchtet. Darauf ist er selektiert worden, von den Ahnen her. Sie haben keinen Jagdtrieb, sie haben keinen Hetztrieb, sie haben nur Verteidigungstrieb noch in sich drin. Und das passt mit den Schafen richtig super. Die haben einen hohen Fresstrieb und einen hohen Wohlfühlcharakter. Und so eine gemütlichen Hunde passen zu meinen Schafen ganz hervorragend. Und nachts kann ich jetzt viel besser schlafen. Die Herdenschutzhunde kommen in den Hänger. Und Schäfer Knut zieht mit seinen Tieren um auf eine Wiese ohne Zaun und mit viel saftigem Gras. Hier muss Karl nun zeigen, ob er das bisher Gelernte auch mit einer Herde umsetzen kann. Weiter! Pass auf! Karl muss auf Kommando die Schafe jenseits einer schmalen Furche halten. Knut arbeitet mit der langen Laufleine. So behält er die Kontrolle über den Hund, der auf keinen Fall in die Herde hineinlaufen oder gar ein Schaf zu fest zwicken darf. Diese Begrenzung muss er erst mal lernen einzuhalten. Das ist seine Welt. Die Welt zwischen den beiden Kulturen als lebendiger Zaun. Und dabei hat er richtig Spaß. Und ich habe Spaß, wenn ich es mir angucke. Am Ende läuft Karl tadellos, auch ohne Leine, weil der Schäfer ihn nicht überfordert. So wächst Vertrauen. Ja.
Auch nach einer Stunde intensiven Training flitzt Karl mit fast 50 Stundenkilometern die Furche entlang. Hunde sind perfekte Laufmaschinen, dank Heckantrieb und Unterschenkeln wie Sprungfedern. Hunde können eine ungeahnte Ausdauer zeigen. Vor allem, wenn sie gut in Form sind, eine Aufgabe verfolgen oder ihren geliebten Menschen verloren haben. Wir sind letztes Jahr im Frühjahr zusammen mit der Familie und zwei Hunden auf Bornholm gewesen. Das ist eine dänische kleine Insel vor Schweden. Und am ersten Tag Spaziergang habe ich den Ponchi zusammen mit dem anderen Hund von der Leine gelassen, damit die am Strand spielen können. Und da ist der Ponch zusammen mit dem großen Hund über die Dünen weggelaufen. Der große Hund kam wieder, der kleine nicht. Es wurde Abend, es wurde Nacht und der Hund war weg. Wir haben jeden Tag gesucht. Wir haben den Hund bekannt gemacht über die Medien und bei den Hundebesitzern auf Bornholm. Ich denke, dass er hunderte von Kilometern unterwegs war, weil er ist ja im Zickzack eigentlich immer wieder hin und her gelaufen. Wir haben auch immer wieder gehört, dass er gesehen wurde, aber weil er so menschenscheu ist, nicht sich hat festhalten lassen. Wir haben dann so nach 10, 11 Tagen haben wir dann die Suche so ein bisschen eingestellt, weil ich auch völlig erschöpft war und das Gefühl hatte, ich kann einfach nicht mehr machen. Und dann haben wir dann draußen auf der Terrasse gesessen und in der Sonne. Und irgendwann sagt meine Schwester, da kommt er. Ich konnte es nicht glauben. Also er bog dann um die Ecke, so ganz gebückt, so geduckt, kroch er quasi am Boden entlang. So, und das Schwänzchen ging so ein bisschen so, als wollte er selber sagen, bin ich jetzt endlich richtig? Bin ich endlich da? Ja. Und ich bin so froh gewesen, dass ich ihn wieder hatte. Ja. Gustav, der kleine weiße Herdenschutzhund, wächst und wächst. 5 Monate ist er nun alt. Die meiste Zeit verbringt er draußen auf der Weide hinter dem Stall. Mit den anderen jungen Herdenschutzhunden, den Schafen und Lämmern. Täglich lernt er dazu. Menschen interessieren ihn wenig, außer sie heißen Knut. Der Schäfer wird einige seiner Pyrenäen-Berghunde an Kollegen weitergeben. Gustav bleibt selbstverständlich bei ihm. Für Karl, den jungen Hütehund, wird es heute ernst. Er ist jetzt bald 2 Jahre alt und muss seine erste offizielle Prüfung beim Verband für altdeutsche Hütehunde bestehen. Karl muss auch gesundheitlich in Topform sein, damit er Nachkommen haben darf. Körperbau, Zähne, Größe, dafür gibt es klare Regeln. Weil altdeutsche Hütehunde vom Aussterben bedroht sind, möchten die Schäfer in Brandenburg diese Rasse wieder vermehrt züchten. Okay, das war's. Wenn er sich körperlich so weiterentwickelt, ist es durchaus möglich, dass er auch einen vorzüglich kriegt. Ja? Nun aber kommt der wichtigste Part der Prüfung für Karl. Er muss zeigen, ob er als Hütehund geeignet ist. Im Fachjargon, er muss zeigen, ob er Trieb hat. Schafe also überhaupt spannend findet, sie hinter der Furche hält und eventuell auch sanft ins Hinterbein zwickt, sollten sie ausscheren. Und er muss zeigen, ob er für die harte Arbeit an der Herde und im Freien zu jeder Jahreszeit geeignet ist. Schick mal noch mal eine Furche. Wichtig ist, dass Karl ruhig und konzentriert bleibt. Er darf auf keinen Fall die Furche verlassen und in die Herde hineinlaufen. Andere Herde, andere Gelände, Prüfungsstress und der Hund läuft trotzdem. Hat sich nicht aufgespult, ist fein durchgelaufen, ist nicht in die Herde reingestochen, obwohl die Herde etwas nervös war. Er hat alles richtig gut gemacht. Blitzschnell hat Karl die Kommandos aufgenommen. Bereits feine Andeutungen seines Schäfers nimmt er wahr. Hunde reagieren nicht nur auf Menschen so sensibel, sie lesen auch jedes noch so kleinste Signal ihrer Artgenossen.
Wir Menschen können oft mit bloßem Auge die Kommunikation einfach nicht sehen, weil wir deutlich weniger Bilder pro Sekunde wahrnehmen. Allein die Superzeitlupe enthüllt uns die vielen winzigen Zeichen. Otto ist ein echter Kindskopf. Er möchte Spaß und sucht einen Partner, der seiner Energie und seiner Spielfreude gewachsen ist. Gus ist ein kluger Mischlingshund, der Spaß am Leben hat, aber genau guckt, wen er zum Miteinander auffordert. Otto scheint ihm ideal. Gus hoppelt auf ihn zu, ein deutliches Zeichen, dass er mitmachen möchte. Otto in Lauerstellung startet den Angriff von unten. Gus stellt sich in die Ringkampfposition, die Mäuler weit aufgerissen, die Augen auch. Was wie eine bedrohliche Auseinandersetzung aussieht, ist lustvolles Spiel und zeigt ein hohes Maß an Vertrautheit. Aus der Bewegung heraus startet Otto einen Scheinangriff auf Gus Kehle. Empfindliche Stellen wie die Kehle anzugreifen, machen untereinander nur gute Kumpel. Labradudel Fiete ist gut drauf. Das zeigt sein lockerer Gang. Er ist selbstbewusst, aber auch offen. Erkennbar an der hochgetragenen Rute. Er guckt sich um, checkt die Lage. Chapman ist eher schüchtern. Er trägt den Kopf tiefer, beobachtet genau, wie die anderen drauf sind. Er ist vorsichtig, hat aber auch gelernt, dass unterm Strich Spielen meistens sehr viel Spaß macht. Mit dem richtigen Kameraden und der Lieblingsbeschäftigung aller Hunde, dem Beutespiel. Man merkt den beiden an, dass sie immer wieder die Stimmung des Gegenübers durch kurzen Blickkontakt überprüfen. Fiete ist im Zwiespalt, ob er das gute Stück doch lieber für sich alleine möchte. Chapman wird immer mutiger, startet ein Zerrspiel und hat immer mehr Spaß dabei. Blindenführhund Bruno ist vor 3 Wochen in seinem neuen Zuhause bei Hannelore, westlich von München, eingezogen. Eva, Brunos Ausbilderin der letzten 1,5 Jahre, kommt regelmäßig vorbei und hilft den beiden, alle wichtigen Wege im Umkreis des Hauses abzugehen. Bruno ist dadurch sicherer geworden. Er kann auch Hannelores Signale immer besser deuten. Er kennt die Zwischentöne in ihrer Stimme und auch die Art und Weise, wie sie läuft. Heute steht S-Bahn-Fahren auf dem Programm. Bruno führt auf Kommando seinen blinden Menschen sicher zu einer freien Bank. Links, Suchbank. Fein gemacht, Bruno. Fein. Feiner. Jawohl. Er hat aber auch gelernt, Kommandos seines Menschen zu verweigern, um eine gefährliche Situation zu vermeiden. Er wird jetzt nicht, wenn ich ihn jetzt auf der Bank sitzen, geradeaus auf den Abgrund zulaufen lassen würde, also im Kommando, geradeaus voran, dann wird er das nicht machen, weil er die Gefahr erkennt, dass er selbst in den Abgrund stürzt und mich mit hineinreißt. Er wird dann einfach abdrehen. Er wird intelligent sein Leben und meins retten. Die Tür der S-Bahn und einen freien Sitzplatz anzuzeigen, sind dagegen leichte Aufgaben für Bruno. Umso wertvoller aber für Hannelore. Wichtig ist, dass umstehende Menschen die beiden nicht ablenken. Ich könnte mich ohne Blindenführhund und in dem Fall ohne Bruno in der Öffentlichkeit außerhalb meiner 4 Wände nicht bewegen. Der Bruno bedeutet die Selbstständigkeit. Noch müssen die beiden viel trainieren. Das Zusammenwachsen von Blindenführhund und Mensch dauert mindestens 1/2 Jahr. Hannelore hat sich viele Wege in der Nähe ihres Wohnortes genauestens eingeprägt. Sie hat die Übersicht, auch im Supermarkt, und navigiert Bruno. Bruno hilft ihr hier, Hindernisse zu umgehen und bei dem Kommando Suchschalter den exakten Standort der Theke zu finden. Deshalb darf er auch Lebensmittelgeschäfte betreten. Andere Hunde müssen leider draußen bleiben. Am liebsten würde er nach Herzenslust überall seine Nase reinstecken. Was gibt's so? Was soll ich jetzt machen?
Aber er hat gelernt, sich bei der Arbeit nicht ablenken zu lassen. Eine große Herausforderung, gerade in der Fleischabteilung. Denn Hunde riechen so viel mehr und so viel besser als wir Menschen, dass sie die Welt zuallererst mit ihrer Nase wahrnehmen. Dazu kommen ein äußerst feines Gehör und Augen, die auf die Erfassung von schnellen Bewegungen spezialisiert sind. Die Nase eines Hundes ist so gut, dass sie sogar Duftspuren im Wasser riechen kann. Rauhaar-Dackeldame Lucy liebt Wasser und nutzt jede Gelegenheit, mit Schwung reinzuspringen. Das war schon von Welpenbeinen an so. Hunde können zwar nicht unter Wasser riechen, aber da die Duftmoleküle immer an die Oberfläche steigen, können sie den gesuchten Gegenstand trotzdem orten, auch ohne ihn zu sehen. Und wenn sie es schaffen, den Kopf unter Wasser zu stecken, können sie auch danach tauchen. Ein einziges Stückchen Würfelzucker in diesem Wasserbecken. Hunde könnten die aufgelösten Zuckermoleküle immer noch deutlich an der Oberfläche wahrnehmen. Die gute Nase des Hundes kann aber noch viel mehr. Sie kann Leben retten. Es war ein Samstag, es war 7:30, es war ein nebliger Tag und da bleibt man doch ein bisschen länger im Bett liegen. Also wir hatten auf jeden Fall noch geschlafen und Mio kam dann 7:30 und wollte mich wecken. Ich habe ihn dann weggeschickt, wir schlafen jetzt noch. Und irgendwie roch es aber dann so ein bisschen seltsam nach verbranntem Holz. Aber da jeder im Umkreis mit Holz feuert, war das jetzt nichts Besonderes, ja. Bei mir hat er dann den Kopf vors Gesicht gelegt, auf der Matratze, ganz extrem nervös gehäschelt. Und ich habe dann auch noch gesagt, komm Mio, jetzt ist gut, jetzt leg dich noch mal hin. Normalerweise macht er das dann auch. Aber er war an dem Morgen gar nicht zu halten. Er war extrem nervös, ist dann auf und ab und hat dann halt versucht, mir die Decke wegzureißen. Das hat er dann auch geschafft. Und ich dachte, da komm, vielleicht muss er wirklich ganz, ganz dringend raus und dann stehst du halt auf. Aber dann ging es los, meine Frau auf, runter und die hat dann von unten schon gerufen, Feuer, Feuer, Feuer. Und dann, als wir hinten im Hof gestanden haben, haben wir gesehen, dass es bei uns ist, dass der Dachstuhl in hohen Flammen schon steht. Und dann schrie mein Mann nur noch, raus aus dem Haus, raus. Es war schrecklich. Aber das Schlimmste konnte verhindert werden. Mio hat uns das Leben gerettet. Es ist wirklich nicht in Worten zu beschreiben, was er für uns bedeutet. Und gell? So ein kleiner Lebensretter, ne? Ja. Hütehund Karl ist nun fast 2 Jahre alt und seine Ausbildung beinahe abgeschlossen. Heute muss er Schäfer Knut zeigen, dass er seine Lektionen gelernt hat. Jetzt, wo das Gras im Frühling immer saftiger wird, ist es besonders schwer, die Schafe und Ziegen im Zaum zu halten. Doch Karl läuft unbeirrt die Begrenzung für die Herde auf und ab. Wir kümmern uns um unsere Herde. Der Karl ist einer meiner Arme. Er passt jetzt auf, drüben, auf der anderen Seite, dass die Schafe jetzt nicht weggehen. Ich muss nicht mehr hingucken am laufenden Band. Ich kann mich auf meine Herde konzentrieren. Also er ist der mobile Sound. Karl lernt gerne und liebt es, mit seinem Menschen und den Schafen zu arbeiten. Er ist immer eifrig bei der Sache. Feiner Teil, ja. Der Schäfer braucht neben Wissen vor allem Geduld und Einfühlungsvermögen. Nur so hat er Erfolg, weil Karl ihm dann vertraut. Angucken ist eine ganz wichtige Sache. Er muss mir in die Augen gucken. Ich sage nein, er guckt mich an. Ich sage hier lang. Mein ganzer Körper zeigt ihm. Nur diese eine Bewegung reicht, dass er nach dieser Seite geht. Ich sage nein, hier lang.
Und dazu habe ich dann natürlich auch noch meinen Hirtenstab. Den kann er von Weitem sehen, so lang oder so lang. Wenn ich dann sage, nein, komm hier rüber, dann kommt der Hund hier rüber. Das seht ihr gleich, er ist gleich da. Und stehen heißt dann halt den Stock hochheben, dass er sieht. Fein, drin. Und wieder die Furche. Und fallen. Immer loben, wenn er was gut gemacht hat. Das erhält die Seele und auch die Freundschaft. Kai! Du, komm her! Du, hey! Schäfer Knut hat sich viel Zeit für die Ausbildung seines jungen Hundes genommen. Und das zahlt sich nun aus. Es ist für beide eine Investition in die Zukunft. Ein halbes Jahr ist vergangen, seit Bruno zu Hannelore gezogen ist. Die beiden sind täglich zu zweit unterwegs. Die Bindung hat sich gefestigt, nur selten kommt es noch zu kleinen Fehlern. Manchmal ist Bruno unsicher, wie er an einem Hindernis vorbeikommt. Blinden für Hunde sind eben keine Maschinen. Hannelore ist immer hochkonzentriert, wenn sie draußen ist. Sie trägt genauso wie Bruno die Verantwortung, dass beide sicher wieder nach Hause kommen. Zu Hause ist Familienzeit. Spielen, toben, kuscheln. Als Ausgleich für die anstrengende Führarbeit. Das ist wichtig, auch dass Bruno mit dem alten Familienhund Pauline viel im Garten frei herumlaufen kann. Nur so bleibt auch ein Profi fit. Bruno ist mittlerweile zu Hause angekommen, er hat seinen Rudel erforscht. Er hat meine Söhne kennengelernt, Andreas kennengelernt, kennen und lieben gelernt, weil er ganz viel sich mit ihm beschäftigt und viel mit ihm spielt. Ich raufe ein bisschen mit ihm, ja. Durch die Hilfe und eigentlich auch die Verantwortung, die er hat, aber auch die Liebe, die wir ihm entgegenbringen, ist er einfach tatsächlich ein weiteres Familienmitglied. Eigentlich habe ich jetzt zwei Söhne in der Pubertät. Ja, ja, genau. Einen 15-jährigen Jonathan und den noch nicht ganz 2-jährigen Bruno. Ja. Aber das finde ich echt sehr süß. Bruno unterscheidet sehr genau zwischen Arbeits- und Familienzeit. Die anspruchsvolle Führleistung erfordert große Aufmerksamkeit und Konzentration. Privat darf er die Seele baumeln lassen. Es wird langsam Frühling in Brandenburg und die 600 Schafe von Schäfer Knut wechseln von ihrem Winterquartier auf die Sommerweide. 15 Kilometer Weg haben sie vor sich. Vom Osten Berlins weiter nach Altlandsberg. Es ist Karls erster großer und wichtiger Einsatz. Wenn ich durch Berlin ziehe, ist es wichtig, dass die Bürgersteige nicht vollgeschissen werden. Dass die Menschen halt nicht so doll böse sind mit dem Schäfer, der durchkommt. Und Karl, seine Aufgabe wird sein, die Bürgersteige freizuhalten, dass nicht so viele Schafe drauflaufen. Karl, seine Aufgabe wird sein, die Kulturen zu beschützen. Rechts und links vom Weg, also meine Schafe werden ja auch naschen wollen, das sehen die Bauern nicht so gern. Und da wird dann Karl halt langlaufen und den Schafen erklären, nee, nee, jetzt wird nicht gegessen, jetzt bleibt er auf dem Weg beim Laufen. Ein Bahnübergang und eine große Kreuzung an Berlins Stadtrand. Ein heikler Moment. Karl gibt alles und hält die Herde zusammen. Und wenn ein Schaf ausbüchst, zwickt Karl es kurz ins Hinterbein. Wenn er nicht sicher ist, ob er alles richtig macht, läuft er nach vorne zu seinem Schäfer und holt sich im Idealfall ein Lob ab. Feiner Karl. Na, Karl, komm rein. Karl, Karl. Bin ja, fein. Schön. Erst wenn der Schäfer mit seiner Herde draußen vor der Stadt ist, nimmt er die beiden Hunde an die Leine.
Sie können nicht 8 Stunden lang dieses Tempo durchhalten. Die Hälfte des Weges ist geschafft. Nun brauchen alle eine Verschnaufpause. Für ihn war doller Druck da. Also die Passanten, die da waren, und das war nicht ohne. Also das läuft sich nicht so schön auf Beton. Niemand kann das trainieren, diese Situation, in die er praktisch jetzt geraten ist. Allerdings, das Zusammenspiel zwischen Karl und mir hat sich ja über die Zeit jetzt geprägt und wir sind halt Kumpels. Und er hat mir dabei vertraut. Also ab und zu hat er gezweifelt, kam nach vorne, wollte noch mal kurz mit mir eine Runde reden. Er hat gesagt, machst du gut. Ja, und dann hat er das eigentlich besser hingekriegt, als ich es eigentlich dachte. Eine große Hürde haben Hund, Schaf und Mensch noch vor sich. Die Autobahnbrücke. Dann sind es nur noch wenige Kilometer bis zum Ziel. Auf der Dorfstraße kommt Karl noch einmal zum Einsatz, auch wenn die Zunge tief hängt. Die Schafe scheren immer öfter aus, auch sie sind erschöpft. Viele sind hochtragend und bekommen bald Lämmer. Dann endlich die Sommerweide. Karl wirkt fast wie ein Verkehrspolizist, damit kein Schaf falsch abbiegt. Wir haben es geschafft, die letzten Meter waren die schwierigsten, wie immer. Aber wir sind heil hier angekommen. Schafe haben ihr Leckerli noch nebenbei bekommen. Die Hunde haben bis zum Schluss durchgehalten. Ich bin stolz wie Bolle auf meinen Karl. Der junge Hütehund hat seine Aufgabe mit Bravour gemeistert. Er wird dem Schäfer ein unentbehrlicher Helfer für viele Jahre sein. Auf einer anderen Wiese stehen die Mutterschafe mit frisch geborenen Lämmern. Und der 7 Monate alte Gustav mit 2 gleichaltrigen Kumpels. Nachts bleibt er nun schon manchmal draußen auf der Weide, um seiner Berufung nachzugehen, die Schafe vor den Wölfen zu beschützen. Das geheime Leben unserer Hunde. Sie haben das Talent, uns zu durchschauen. Denn der Hund ist wie kein anderes Tier dem Menschen verbunden. Ein Gefährte auf Augenhöhe.